Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Store Update Video. Heute gibt es wieder richtig, richtig, richtig geile Sachen im Store, die ich euch gleich mal schnell vorstellen will. Fangen wir auch direkt schon an und ziehen es nicht unnötig in die Länge. Und zwar wieder ein paar vorgestellte. Zuerst die Alternator. Ein gar nicht so schlechter Skin. Mir persönlich, meine Meinung, mir gefällt er jetzt nicht so. Sieht relativ normal aus. Es gibt, finde ich, deutlich schönere Skins für die Alternator. Ist Geschmackssache. Der Galvaniseur nennt sich dieses. Und bei der Alternator ist immer noch 33% Aktion. Dann haben wir als zweites, also übrigens bei der Alternator habt ihr noch drei Tage Zeit, also über 3 Tage Zeit. Dann haben wir hier für Bangalore einen legendären Skin. Bei der ist es eine 25% Aktion. Da bezahlt er 1350 Apex Coins. Der Vollstrecker nennt sich dieser Skin. Auch diesen Skin muss ich sagen, der flasht mich jetzt nicht so übelst. Ich muss euch sagen, da muss ich mal ganz kurz hier den Store verlassen und gehe mal auf den Battle Pass. Ich finde diesen Skin, den man hier bekommen hat, irgendwie hat der mehr was Legendäres für mich, als es, obwohl das nur ein seltener Skin ist, hat der eher was Legendäres für mich als der hier im Store. Finde ich persönlich, schreibt es gerne mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Der sieht mir hier eher stinknormal aus, meine Meinung. Ja, mehr sage ich dazu nicht. Dann haben wir bei den Vorgestellten noch für die Triple Take einen schönen Skin, der mir auch sehr, sehr gut gefällt. Wobei ich halt von dem, von der legendären Jagd aus Season 1 hat man ja diesen wunderschönen Triple Take Skin bekommen. Auch den kann ich euch gerne nochmal zeigen, für die, die jetzt gerade nicht wissen, welchen ich meine. Ich finde halt, dieser Skin hier, der ist schwer zu toppen. Das ist einer der schönsten Skins im gesamten Spiel, wie ich finde. Und egal, wie oft jetzt irgendwo ein Skin im Store für die Triple Take vielleicht dazukommt, diesen zu toppen ist fast unmöglich, wie ich finde. Obwohl ich den eigentlich sehr, sehr cool finde, aber auch hier, wie heißt denn eigentlich der Eindringling? Okay, dann haben wir natürlich die Exklusivvariante für den Eindringling. Der nennt sich der Leichendieb. Ein richtig geiler Name. Den finde ich natürlich wie immer bei weitem besser als die Standardvariante, muss ich mal sagen. Hier mit diesen Leitungen, so ein bisschen wie bei der P2020. Da gibt es nämlich einen legendären Skin. Der hat ja auch so eine grüne Leitung an der Seite. Irgendwie erinnert mich das immer so ein bisschen an den Octane. Ein absolut geiler Skin, muss ich mal sagen, für alle Triple-Take-Spieler, die vielleicht nicht aus der legendären Jagd diesen Skin haben. Lohnt sich meiner Meinung nach der auf jeden Fall am meisten. Jetzt kommen wir zur Elstar. Von der neuen Waffe quasi. Der erste Skin, Apex Hyperantrieb nennt er sich. Finde ich absolut ultra geil. Hat natürlich hier auch wieder eine Exklusivvariante. Und auch die Exklusivvariante, muss ich sagen, sieht wieder geiler aus als die Standardvariante. Wobei ich das ist so, das ist die absolute Ferrari-Waffe. Also ein absolutes Ferrari-Rot hier für mich. Kommen wir zur Exklusivvariante, meine Fresse, Sprachfasching. Ich finde die Exklusivvariante, wie fast immer, besser als die Standardvariante. Zieht euch das einfach mal hier rein, dieses Blau, mit diesem, naja, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, auf jeden Fall. Das sieht einfach ultra, ultra geil aus. Leider spiele ich persönlich die Elster eher gar nicht, weil ich sage mal, nach den ersten 2 Wochen Season 2 hat sich rausgestellt, dass es doch eher eine extreme Nahkampfwaffe ist, als dass man auf die Entfernung irgendwie groß was reißen kann. Das war es eigentlich schon wieder von dem Store-Update. Das nächste Store-Update wie immer nächsten Sonntag. Ich hoffe, euch hat das kurze Update gefallen. Lasst gerne einen Daumen für dieses Video nach oben da, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Natürlich ein Abo, wenn ihr neu seid, um keines meiner Infovideos mehr zu verpassen. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Bis zum nächsten Mal. Ciao.